Und damit dann hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier bei Pure Farming. So, sinken und anschalten und los geht's. Genau, fleißig weiter Ballen pressen. Wir müssen noch gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen, dass wir die Ballen wegtransportiert bekommen. So. Bitte. Das. Ach, wir sind bei dem Feld. Okay, ich musste kurz überlegen, bei welchem Feld wir sind. Jetzt gab es ja den Gamescom-Trailer zum Landwirtschaftssimulator 19 und ich muss ja echt sagen, es sieht schon verdammt cool aus. Also beziehungsweise optisch nicht. Aber dafür. Irgendwie macht mich das gerade kirre. Warum ist denn das, als ob Initializing ausgestellt wäre? Ne, ist alles drin, das verstehe ich gar nicht. Bewegungsunschärfe ist auch deaktiviert. Ja, das mag ich nicht, aber Kantenglättung ist alles an. Nein, man kann es halt nur. Ja, machen wir auf Ultra. Gibt es auch noch auf Ultra? Ja. Aber hier dieses Flimmern halt so komisch. Das eigentlich ist doch. Naja. Gut. Ist dann halt so. Damit das Ganze ein bisschen kirre macht. Ah, hier ist es nicht ganz so schlimm, also geht, aber. Naja, aber also zumindest vom spielerischen her scheint es sehr, sehr cool zu sein. Vom grafischen her sieht es eigentlich, wenn man den Trailer gesehen hat, nicht viel anders aus als der 17er. Gut, es hat jetzt nicht unbedingt was zu bedeuten. Zum Beispiel hier Pure Farming ist jetzt. Ja, klar, optisch nicht zu verachten, aber auch nicht so der Grafikkracher, ne? Sollen diese landwirtschaftlichen Spiele ja auch gar nicht sein, weil ansonsten wäre das Zielpublikum einfach zu klein, weil die wenigsten davon haben halt so ein Monsterrechner zu Hause stehen. Ja, davon mal abseits, aber was mir halt negativ aufgefallen ist, ist der Boden. Ja, definitiv der Boden. Also wenn man das gesehen hat, wie dann die Fahrzeuge durch zum Beispiel grün bewuchs fuhren, ja, auf dem Acker, der halt so ein bisschen höher war und es einfach so aussah, als würde es durch die Textur durchfahren, anstatt darauf zu fahren. Ja, also, ich weiß nicht, irgendwie sah es hässlich aus. ich weiß. Ist vielleicht ein bisschen viel verlangt manchmal, aber ich finde, das könnte man schöner machen. Ja, definitiv. Gerade sowas wie der Boden ist halt mal bei einem Spiel, wo es um Landwirtschaft geht, doch eigentlich mit das Wichtigste. Und ich will jetzt nicht unbedingt diese Diskussion, die vielfach immer wieder aufkommt, damit anstacheln, was jetzt hier 3D-Boden angeht, das nicht. Sondern mir geht es wirklich darum, dass halt dieser Boden einfach nicht hübsch aussah. Ja, auf dem man da lang fuhr. Es sah halt, weiß nicht, irgendwie. Ich habe jetzt schon länger natürlich den 17er nicht gezockt, aber ich. Weiß nicht, war das wirklich so hässlich damals? Ah, kann sein. Wäre durchaus möglich. So, aber jetzt stoppen, genau, können wir ein bisschen schneller fahren. Na, halt schon. Ja. Oh gut, okay. Letztendlich ist das natürlich auch nur so nebensächlich, ne? Der Spielspaß ist das Wichtigste und von den ganzen Features her. Wie von wegen, ich kaufe mir ein Stück Land und kann meine Farm dann so bauen, wie ich will, wo ich will. Wenn das denn wirklich so stimmt, wie man das geschrieben hat, dann muss man sich erstmal nochmal anschauen, also ein bisschen auf der Gamescom achten. Was gibt es an Berichterstattung? Wie sieht es dann halt tatsächlich vom Gameplay her aus, beziehungsweise was kann man denn von dem Angekündigten da testen? Nicht, dass die Farm schon vorgefertigt ist und so nach dem Motto, oh, ja, das zeigen wir noch nicht. Ja, ja, gut, das, so, finde ich, kann man sich nicht erlauben. Wobei, der eine oder andere denkt es vielleicht, er könnte es sich erlauben. Naja, also muss man halt mal schauen, ne, was dann halt letztendlich wirklich Tatsache ist, wenn das Spiel rauskommt.
wie zum Beispiel bei einem Battlefield, wo gesagt wird, ja, man kann alles anpassen und dies und das, und dann das nächste, was man liest, ist von wegen, also wo es dann auch heißt, ja, hier Fahrzeuge, Flugzeuge, alles ganz individuell anpassbar. Und dann als nächstes, im nächsten Absatz liest man, aber Fahrzeug- und Flugzeuganpassung, also die Anpassung von Gefährten jegweder Art, ob zu Land, Wasser oder See, sind nicht ab Release verfügbar. Wo ich mich dann auch frage, warum dann überhaupt dieses Feature anbieten, anpreisen, wenn es nicht verfügbar ist. Das heißt ja, es gibt dieses Feature einfach im Spiel nicht. Und das heißt auch, man ist anscheinend mit dem Spiel wie so häufig nicht fertig geworden. Warum dann nicht das Spiel später rausbringen, wo sowieso der Release-Zeitpunkt noch schlechter gar nicht wählbar war. Ein Call of Duty, was viel, viel beliebter ist in den Vorbestellungen und den Umfragen als das aktuelle Battlefield. Ein Red Dead Redemption, was auch mehr Leute anzieht, und diverse andere wie World War 3, der Shooter, ein moderner Multiplayer-Shooter, der wirklich mega geil aussieht und halt auch genau das verspricht, was man eigentlich haben möchte von alten Battlefield-Teilen wie Battlefield 2, 3 und 4 her. Ja, oder halt auch zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es hieß, ich müsste es nochmal rausnehmen, vergesse es immer wieder, aber die zweite Weltkriegssimulation, ja, die wirklich saugut aussieht und das Ganze realistisch darstellt, wie der Krieg halt war entsprechend und nicht so, wie sich das gerne ein paar komische nordische Entwickler mit ihren Töchtern wünschen, ja, damit ihre Töchter dann, die ihren Fortnite spielen, auch zukünftig halt Battlefield zocken können, ja. Also, ja. Wir sehen übrigens, es regnet gerade. Das würde mich natürlich jetzt interessieren, wird dann das Feld automatisch bewässert? Müsste ja eigentlich. Oh, sieht sogar recht stürmisch aus, ne? Wir haben nicht so häufig irgendwelche Wettereffekte hier in dem Spiel. Na, bisher relativ ruhig. Ich muss auch immer noch gucken. Ich produziere ja immer noch vor und also bei Space Engineers zumindest, weil ich definitiv weiß, dass Space Engineers eins von den Let's Plays sein wird, die ich in der Zeit, in der ich nicht da bin, fortführen werde. Und Minecraft, also Minecraft bin ich dann auch schon langsam dabei. Oh, okay, so sehr stürmisch. Das entsprechend dann halt fortzuproduzieren. Aber ich weiß nicht, wie es dann aussieht. Ich versuche natürlich sowas wie Horizon Zero Dawn entsprechend zu Ende zu bringen, ja, damit das dann halt erledigt ist, aber darüber hinaus bin ich mir halt noch unschlüssig, wie es weitergehen soll. Wie man das dann macht. Hat es gerade gewittert? Ja, hörte sich nach Gewitter an, ne? Cool. Sehr geil. Ja, wir sehen, Bewässerung ist bei 100%, also wird anscheinend wirklich bewässert. Macht ja auch irgendwie Sinn, ne? Nee, echt jetzt? So, das hier auch kurz abladen. Ja, ich muss das halt echt mal machen mit der Umfrage. Dass ich mal anklopfe und nachfrage. Weil zum Beispiel wäre von meinem Gedankengang her entweder Empyrean oder aber Pure Farming, beziehungsweise dann ab Ende des Jahres der Landwirtschaftssimulator an Platz 3, also das dritte Let's Play, was ich vorproduziere, weil mehr als 3 werde ich nicht schaffen, nein. Also ich muss ja auch gucken, ich muss wahrscheinlich für 3 oder 4 Monate vorproduzieren. Ich habe jetzt schon einen Plan gemacht, ich habe jetzt Space Engineers schon für die nächsten 2 Wochen aufgenommen, Minecraft schon für die nächste Woche komplett aufgenommen, jetzt schon. Normalerweise bin ich da viel, viel entspannter und
lass das lockerer angehen, aber geht ja halt nicht. Und muss jetzt halt praktisch jede freie Minute nehmen, um aufzunehmen. Damit halt kein Ausfall ist. Damit zumindest drei halt jeden Tag rauskommen. So. Dafür wird es inzwischen durch vielleicht mehr Videos, also Real-Life-Videos geben. Also entsprechend vielleicht auch auf Twitch oder hier auf YouTube. Also auf Twitch vielleicht in Livestreams oder vom Smartphone direkt. Entsprechend wo auch immer ich da halt gerade bin, beziehungsweise dann ansonsten auch halt auf YouTube irgendwelche kleinen Videos oder sowas. Wo ich dann halt gerade so, hey, ich bin hier gerade mitten in der Butnik mit Sack und Pack und ne, sowas in der Richtung. Gibt es dann ab und zu zwischendurch. Ja, und dann mal gucken. Und dann eigentlich, wenn alles gut läuft, würde es dann ab Anfang nächsten Jahres wieder ganz normal weitergehen. Also nicht mehr in der Güte wie vorher mit so vielen Let's Plays. Also ich habe mir dann so als Grenze 5 gesetzt pro Tag. Weil das lässt sich super handeln. Und dann ab und an den Livestream. Also das ist dann halt so die Grenze, beziehungsweise das, was man halt machen kann. So, das ist dann schon mal 7. Sehr schön. Ja, echt ganz schöner Regen hier, der da runterkommt. Naja, dann würde ich sagen, ja. Sammle ich mal weiter das Zeug auf und dann sehen wir uns einfach morgen wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.